let's see. Every little way. Männer, wir sind soweit. Letztes Heimspiel unserer A-Jugend. Spielgemeinschaft Möbelstal und SV Klaasede. Eine sensationelle Saison hat uns heute hierher gebracht. Ungeschlagen mit nur einem Unentschieden geht es heute ins letzte Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Langenburgersdorf-Segnitz. Und für euch alle, die ihr hier seid, hören wir jetzt unsere Meisterspieler Fechte. Und dazu begrüßen wir als erstes mit der 1. Dem Osterzgebirge. Wir alle vergessen sein Tor nicht. Den gehört es beide. Weiter geht's. Mit der Nummer 5. Unser Jonas Ulrich. Spitzname in Marcel. 19 Einsätze. Allrounder und Bildungskoordinator. Eure Nummer 5. Kommen wir zu unserer Nummer 6. Einsätze, 15 Tore, der Freund von Wendler. Kommen wir zu Nummer 7, unsere Jonathan Bitsch. 20 Einsätze, 4 Tore, das Zweikampfmonster, liebe Feuerwehr, Johnny genannt. Weiter geht's mit der Nummer 8. Luis Hessel! 18 Einsätze, 3 Tore, der Dauerlehrer, Lulu. Mit der Nummer 9, Leonard Fleck! 21 Einsätze, 14 Tore, der Wiesler, der Flecki. Mit der Hütte Nummer 10, Jason Müller. 17 Einsätze, 16 Tore. Und endlich mal nicht im Pokalfinale gelb gesperrt. Unser Müller. Weiter geht es. Mit der Nummer 12, Hannes Wünsche. Lange Verletzung, 2 Einsätze im Kasten unserer Hand. Mit der Nummer 14, Nutgen. Okay, meine Lieben, 20 Einsätze, 1 Tor, getreu dem Motto, lieber Kretschen statt Lernen. Weiter jetzt, Nummer 15. Lukas Klemmer-Klint! 6 Einsätze, 1 Tor und wir alle können es noch verkürzen, das Tor zur Meisterschaft, 1 Tor. Mit der Nummer 16, Toni Kulert! 16 Einsätze, glaube ich, eine Sato im Team. Weiter geht es mit der Nummer 17, Luis Wendt. Unser Kapitän, der Verwandler, 20 Einsätze, 3 Tore und allzeit Stimmungsmacher und Feuerbiest.
Weiter geht es mit der Nummer 18. Ruhe, Schütze! Ebenso 20 Einsätze, zwei Tore, verkörpert Genie und Wahnsinn zugleich. Weiter geht es mit der Nummer 19. 35 Tore in 20 Spielen, unser Knipser, Tim Jundegel! Jetzt freue ich die Nummer 20, Kieran Gellert. Auch er mit 20 Einsätzen, dabei 2 Tore. Und das ist der Mann für die ganz speziellen Tore. Kommen wir zu 21, der schönste Name im Team. Giancarlo Gasparetto! Und kommen wir zu 22, Malte Melle-Ehrlich. 14 Einsätze von ihm. Und ganz besonders bei ihm liegt die Ruhe in der Kraft. So, haben wir alle Spieler? Da stehen sie vor euch. Eure Meistermacher der Eierhoben zusammen. Und ich denke, Jungs, nochmal ein kleines Spalier jetzt angebracht hier vorne. Macht mal ein schönes Spalier für eure zwei Trainer, Tio Klaus und Markus Ulrich. Abgestimmt und die Social Media Abteilung hat fleißig ausgezählt. Wir haben einen Tor des Monats im Monat April, das mit 39% der Stimmen aus dem Pokal-Halbfinale vom 21.04. datiert. Und Torschütze war unser Ikonen! Glückwunsch, Romo! Zum goldenen Pokal aus dem Todesmonats April. Knapp auf die Plätze verwiesen wurden mit dem Phantom-Kopfballtor Toni Schütze auf dem zweiten Rang mit knapp 37%. Also ganz, ganz knappe Kiste. Und auf den Plätzen Jason und Klinger mit jeweils 12%. So, was auch immer leider mehr oder weniger zum Ende einer Saison dazugehört, sind die Verabschiedungen. Und auch das tritt hier wieder mit ein. Leider müssen wir heute einen verdienten Spieler verabschieden. Liebe Roman, vielen Dank für deinen Einsatz in einigen Jahren. So, alle Ehren abgeschlossen. Jetzt begrüßen wir beide Mannschaften auf die Gäste. Dankeschön, dass ihr kurz gewartet habt. Danke, lieber Schiedsrichter. Und auch ein herzliches Willkommen an die Gäste von Segnus von Bundesliga.
Natürlich an so einem Tag auch überhaupt nicht zu vergessen, sind die Sponsoren, die das auch alles hier drumherum möglich machen, die für euch heute auch einen Bierwagen aufgebaut haben und mit Leckereien versorgen, sowie natürlich auch alle anderen vom Team der Ludwigsthaler und des Lasere, die hier jedes Heimspiel absichern. Vielen Dank an die Sponsoren, auch für die Warnleuchttrikots und für die Unterstützung von Feierlichkeiten, wie zum Beispiel heute Kastanienhof Lübeck. Ebenso wollen wir danken für unseren Trikotsponsor, die Sand in Stein GmbH. Dankeschön! Und neu versorgt unsere Mannschaft außerdem dieses Jahr mit Regenjacken durch Mummers Glas Wette. Dankeschön! Ich unsere Heimmannschaft vor, unsere Spielgemeinschaft SV Sachsen-Lübe-Lutztal, SV Glas Wette. Beginnt heute im Tor. Mit der Nummer 1, Philipp Seifert. Mit der Nummer 5, Janus Ulrich. Mit der Rückennummer 6, Willi Kohlmann. Mit der Nummer 7, Jonathan Bitsch. Mit der Nummer 9, Leonard Fleck. Mit der Nummer 10, Jason Miller. Mit der 14, Ben Wittgen. Mit der 16, Tony Cornett, mit der 17 unser Mannschaftskapitän heute Luis Wendt, mit der 19 Tim Jungnigel und mit der 20 Kieron Göllert. Auf der Auswechselbank nehmen bei uns von uns Platz Tony Schütze, Luis Ressel, Lukas Klint, Louis-Erich Schulze und Giancarlo Gasparetto sowie Malte Ehlich und mit der 12 Hannes Wünscher. Unsere Trainer, könnt ihr bereits nochmal einen dicken Applaus rüber an die Trainerbank, Tilo Klaus und Markus Ulrich. So, auf geht's, beiden Mannschaften. Ein gutes Spiel, ein faires Spiel. Das Wetter strahlt, der Biermann läuft. Allen soll es gut gehen. Auf geht's, Wunschbett frei, danke! Anzeige drauf, nee. Oder? Ja. Hey. Hand! 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 Hand, komm! Los, weiter! Und jetzt! Jawohl! Plötzlich die Spielminute. Tor für unsere Spielgemeinschaft Sachsen-Lübe-Lutztal. Klasse. Torschütze
mit der Nummer 19, Tim Jungnickel. Neuer Spielstand 1-2. Zum 2:2 trifft unsere Nummer 6, Willi Kornmann. Neuer Spiel, dann 2:2. Auf geht's, Jungs. Schenken wir die, Meister. So, 45. Spielminute plus 3. Und vorhin haben wir ein paar Minuten vergessen gehabt. Die Mannschaften gehen in die Pause. 15 Minuten. Spielstand ist 2:2. Zeit für uns alle, eine kleine Auffrischung zu genießen. Halbzeit ist vorbei, weiter geht's. 45 Minuten, letztes Heimspiel unserer Jugend, Möglitz-Tal, Klasse. Auf geht's nochmal, Jungs, gebt alles für uns hier draußen und für euch. Auf geht's in die zweite Halbzeit, sportfrei. Nina, wir müssen den Urlaub sprechen. Komm, komm, ja! Jawohl! Die 55. Spielminute, Tor für unsere Mannschaft der Spielgemeinschaft Mikkelstahl, Klaas Hütte. Torschütze nach Vorarbeit von Tim Jungnickel mit der Nummer 6, Willi Kohlmann. Neuer Spielstand, 3:2. Oh, er ist mehr da. Oh ja, stimmt, das stimmt. Da geht drüber. Ja! In der Kreisoberliga. Unsere Jungs stehen kurz vor dem nächsten Heimsieg. Letzte Minuten, gebt nochmal alles. Auf geht's.
zack, Tor. Das war der Schlusspfiff. Unsere A-Jugend gewinnt auch ihr letztes Heimspiel in der Kreisoberliga. Ein Spiel steht dann noch aus. Die Serie hält ein Unentschieden, alle anderen Spiele gewonnen. 3-2 Sieg gegen die Gäste aus Langburgersdorf-Sebnitz. Ich denke, wir haben ein sehr, sehr tolles Spiel gesehen von beiden Mannschaften. Und das muss man nochmal an der Stelle erwähnen. Eine hervorragende Schiedsrichterleistung. Ronny Müller kriegt dringend hier einen dicken Applaus von den Rängen. Souveräne, sympathische Schiedsrichterleistung. Dankeschön dafür. Und unseren Gästen von Langburgersdorf-Sebnitz auch ein schönes Restwochenende. Alles Gute für den Rest der Runde und für die kommende Zeit im A-Jugend- oder Männerbereich. Und das hat man beim Spiel auch gemerkt. Auch euch Glückwunsch zur Supersaison. Komm wieder. Wir sind alle Mitgliedsdaler Jungs. Mitgliedsdaler Jungs. Wir sind alle Mitgliedsdaler Jungs. Mitgliedsdaler Jungs. Mitgliedsdaler Jungs. Übergebe ich das Mikro an den Vizepräsidenten des Kreis-Spitt-Verbandes Sächsische Schweiz aus Erzgebirge. Braucht man nicht. Bitte schön. Dankeschön. Ist immer eine Freude, hier nach Mühlbach zu kommen. Ja, ich sage mal, hier war ich ja mal ja Trainer gewesen, habe eine schöne Zeit umgebracht und danke an Nogo fürs Helfen zum Aufbauen. Dankeschön. Aber nicht um Nogo hier, es geht um die Leistung der Allianz, die wir heute ehren wollen. Sie sind in ungeschlagener Zeit, machen Leverkusen für eine kurz streitig, sag ich mal so. Wenn man den Erfolg sieht, auch die Leistung der Mannschaft, hat man auch gesehen, dass der Trainer, der Morbus, und auch sein Co-Trainer, ist dahingestellt, ich habe meinen Plan im Kopf irgendwo, die Leistungen gebracht haben, haben das über die Saison ja gebracht.
Leider seid ihr nicht mehr dabei nächstes Jahr in der A-Junioren, aber im Männerbereich hoffe ich doch, dass wir den einen oder anderen wiedersehen werden. Zum anderen muss ich sagen, in Verpflichtung seid ihr sehr gut. Ihr stellt den Torschützen besten. Der bekommt seine Auszeichnung dann zum Pokalfinale. Es können aber Tore dazukommen beim Sportfreund Junike. Ich lasse gerne wieder ein Jahr hierher zu kommen oder hier über andere Stellen den Pokal zu bereichen. Danke nochmal. Ihr seht, ich habe noch zwei Sportfreunde oder euren Verein dazu, den Medaillen zu bereichen. Ist Stress für einen, ist immer dabei der Vorsitzende vom Verein und der Abteilung Fußball. So, dann fangen wir mal an mit der Sehung. Jetzt geht's. So, also ich als Chef des Vereins möchte mich bei der Mannschaft, erstmal bei euch natürlich, vor allem auch beim Trainerstab, recht herzlich bedanken. Natürlich bei den ganzen Zuschauern, die das natürlich auch möglich gemacht haben, die uns angespannt haben, etc. Und ich denke mal, das ist eine feine Sache. Und dort mit Sicherheit dann auch im Männerbereich, so bin ich mir sicher, sag ich mal. Und ich denke, dass alle noch einmal